Ich fasse es nicht. 10 Jahre lang bin ich bulimiekrank gewesen und seit einigen Jahren frei davon. Doch diese Woche hat es mich wieder gepackt. Und dann hörte ich diese leise Stimme, ich solle heute in die Kirche gehen. Ausgerechnet heute? Und ich ging trotz meiner Schwäche. Die zitternde Frau stand vor mir und schaute mich ungläubig an. Denn ja, ich war einer Einladung nach Frankreich gefolgt, um in einem Gottesdienst über Essstörungen zu sprechen, also meine Geschichte der Befreiung aus der Bulimie zu teilen. Was für ein Zufall. Stopp. Ein Zufall war das sicher nicht. Es war etwas, das Gott aus lauter Liebe zu dieser Frau sorgfältig geplant hatte. Und ich meine, in aller Perfektion geplant hat. Gott halt. Denn einerseits hatte ich eigentlich gar keine Zeit, diese Einladung nach Frankreich anzunehmen und hatte zuerst auch abgesagt, bis ich diese leise Stimme in mir hörte, Deborah, geh. Und andererseits hatte auch diese Frau eigentlich keine Lust gehabt, in den Gottesdienst zu gehen, gerade jetzt, wo sie versagt hatte. Und sie ging dennoch. Und das ist es eben. Ich bin überzeugt davon, dass sich oft ganz viele Wunder hinter dem Ich gehe dennoch verbergen. Hinter diesem Ich fühle mich heute nicht so oder aber ich bin nicht so gut wie die anderen oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Unterschied bewirke, aber ich gehe dennoch, weil derjenige Wunder erlebt, der dennoch geht. Du erinnerst dich an Moses Geschichte, oder? Er hatte auch einen Grund, nicht zu gehen. Auch er sagte: Ach Herr, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Ich rede nicht gerne. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Ich liebe Gottes Antwort darauf. Habe nicht ich, der Herr, den Menschen einen Mund gegeben? Kann ich sie nicht stumm oder taub, sehend oder blind machen? Geh jetzt. Ich bin bei dir und sage dir, was du reden sollst. Und schlussendlich ging Mose also, so wie diese Frau an diesem Sonntag. Sie ging dennoch in den Gottesdienst, der sie an die Wahrheit erinnerte und aus der Lüge befreite. Und darum ermutige ich auch dich heute, geh dennoch. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.